Ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ähm, ich darauf zuging, wenn man zu Fuß durch diese Schneelandschaft läuft, dauert es ja eine Weile, bis man diesen, diesen schwärzlichen Körper äh, dann tatsächlich erreicht und vor sich hat. Und äh, zuerst dachte ich, das ist ein lebendes Tier. Ähm, dann wurde immer klarer, nein, das ist ein totes Tier. Und als ich dann ganz nah ran ging, ähm, war dieses tote Tier aber doch von einer großen Lebendigkeit. Immer noch insofern, als der Präriewind durch dieses äh, schwarze Haar ging und das, so, das Haar so bewegte und ähm, das äh, sah so aus, als könnte der jeden Moment aufspringen. Das Gefühl, was ich dann hatte, es gehört sich nicht, dieses tote Tier zu begaffen. Eine Wanderung oder Reise dieser Art, wie ich sie ein paar Mal gemacht habe. Ähm, das, ist, das, ist so, das fühlt sich an wie ein Leben. Das ist ein kleines Leben, ein Leben im Leben. Es hat einen Anfang, sozusagen eine Geburt, es hat einen Verlauf, ein, 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 auch ein Wachsen, auch ein gewisses Erwachsenwerden dieses Menschen, der da unterwegs ist und der sich dieser Herausforderung stellt. Es fängt naiv an, sehr, fängt sehr naiv an, ganz kindlich und wird reifer. Und ähm, hat ein Ende auch, es hat ein Ende. Es gab einfach Tage oder auch mehr als Tage, Wochen, ähm, wo ich mich eigentlich nur daran festhalten konnte, zu sagen, weiter, weiter, geh einfach weiter. Es gibt diese Momente. Ich, 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 äh, ich erinnere mich, es gab in meinem, in meinem Leben eine Zeit, da ging es eigentlich, was, das, was, das, was die Arbeit und das Berufliche angeht, ging es alles ganz gut. Und was das Private anging, war Wüste. Und ich habe mich oft gefragt, was ist eigentlich los? Was ist denn hier los? Darauf gibt es natürlich keine Antwort in der Situation. Und man muss dann einfach schlucken, dass es darauf jetzt keine Antwort gibt. Es gibt später eine. Und äh, dieser, dieser Selbsttrost, äh, beim, sowohl bei diesen äh, fernen Langwanderungen als auch im Leben, ähm, das kommt schon. Die, eines Tages wirst du es verstehen und du wirst es, äh, wenn nicht heute, morgen oder übermorgen oder in zwei Jahren, verstehen. Ähm, ja, das ist so. Das ist meine Lebenserfahrung und das ist meine Reiseerfahrung. Es ist so. Irgendwann kommt die Antwort. Und man muss es halt aushalten. Man muss die Strecken aushalten, wo sie nicht kommt, wo sie nicht da ist. Und äh, das Einzige, was man in dieser Situation tun kann, ist weiter. Einfach weiter. Und das ist die Struktur, das ist das Gesetz, das ist die Ordnung. Und das ist auch das, das Huma, zutiefst Humane an der Ordnung und am Gesetz. Also bei Lesungen fragen Leute immer, wie ist es denn nicht gefährlich auch und so. Und dann sage ich immer, also viel präsenter als das Gefährliche ist das Monotone. Ähm, wo einfach nichts weiter ist. Ich meine, man ist ja da draußen und was ist denn da? Da schleichen ja nicht dauernd 20.000 Räuber rum, sondern da stehen äh, 30 Millionen Bäume, Waldbäume und, und da läuft man halt so lang. Ich bin auf dem Land groß geworden und es gibt nichts Mono Monotoneres als diese Sonntage auf dem Land, die nicht vergehen wollen. Oder die, lang die, 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 äh, die großen Sommerferien, die nicht vergehen wollen, ja? wenn man die zu Hause verbringt, was bei uns die Regel war. Und ähm, ja, mein Gott, da muss man durch. Also das, was, was soll ich denn machen? Es ist so. Und so ist es bei diesen Wanderungen auch. Da musste ich manchmal dran denken, wenn ich, äh, wenn ich unterwegs war, an diese, an diese monotonen Nachmittage und Tage, ähm, als ich so zehn oder elf war. Ich glaube, die Leute, die versuchen, die heute, in der, die, die heute versuchen, das, um Himmelswillen zu vermeiden, ihres Weges zu gehen in einer solchen Weise, die wissen gar nicht, was sie verlieren und was sie versäumen. Ähm. <laughs> mir geht es zum Beispiel so, seitdem ich, seitdem ich Kinder habe, seitdem ich Vater bin, ähm, ist eine gewisse Beruhigung in mir eingetreten. Ich habe getan, was zu tun ist. Und ähm, nach mir sind andere dran. So. Und das ist auch seines Weges gehen. Also einfach auch zu wissen, ähm, ich habe hier meine Zeit und äh, es geht nicht darum, diese Zeit maximal in, in, in jeden äh, Kubikmillimeter hinein auszudehnen und sich darin zu verkrallen und, und um Himmels Willen diese Zeit zu schinden, sondern es geht darum, in dieser Zeit seines Weges zu gehen und zu tun, was zu tun ist. Und ähm, wenn man das tut, dann hat man eine Menge getan. Und dann hat das auch eine, eine, eine Rückwirkung auf einen selbst. Es macht einen, es erfüllt einen auch. Und, und das, äh, es ist gut. Es ist einfach gut. Das, das klingt jetzt furchtbar abgeklärt. Ähm, das habe ich lange nicht gewusst. Ich bin ein ausgesprochener Spätentwickler. Ich habe ganz schön. Ganz schön gesucht äh, in meinem Leben und, äh, und habe eine Menge Lebenszeit damit ver, ver, verbracht oder verballert ähm, zu suchen. Ähm, ich bin alles andere als abgeklärt. Ähm, und, ich weiß schon, und, und ich weiß schon auch sehr gut, wie es ist, wenn es nicht so ist, wie ich mir das jetzt so ausmale. Das weiß ich alles ganz gut. Aber ich weiß auch, was gut ist. Ich erreiche das leider nicht. Dazu bin ich wahrscheinlich ähm, von der von der sich auflösenden Welt, in die ich hineingeboren wurde und in der ich groß geworden bin, zu versaut äh, und zu infiziert. Ähm, ich wäre gerne so ein alter Sizilianer äh, mit so einem schwarzen Anzug und so einem Hut. Wenn ich richtig alt bin, möchte ich so einer sein, der seine, seine äh, seine Abläufe hat, der nachmittags um vier in dieser Bar erscheint, seinen Espresso nimmt und so weiter. Es gibt ja jemanden, den ich sehr bewundere und äh, ohne den es möglicherweise ohne den ich möglicherweise diese, diese, ähm, diesen Weg zu meinen, zu meinen Reisen und Büchern gar nicht gefunden hätte. Das ist Werner Herzog. Und, ähm, ich erinnere mich, der war Präsident der Berlinale hier kurz bevor ich nach Amerika ging und diese Amerika-Wanderung gemacht habe. Und es gab eine Veranstaltung tief im Keller unter der Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz, also furchtbar tief in der Erde drin. Und ähm, hinterher ging ich zu ihm hin und wir haben ganz kurz gesprochen. Und dann sagte er: Komm, lass dich umarmen. Du willst durch Amerika gehen. Komm. Und das hat mich äh, über den Atlantik geschossen. Das war einfach großartig. Also da hatte ich meinen letzten, meinen letzten autoritativen Reisesegen, der vielleicht noch fehlte. Und der einfach, der mir sehr viel Kraft gegeben hat und der mir einfach gesagt hat, ja, mach's, es ist richtig, mach das, mach's, schmeiß die Zweifel weg, mach's. Es gibt ein Geheimnis in dem Buch Hartland. Das ist die Geschichte, wo, äh, ich mein, wo ich meinen Rucksack verliere, wo ich alles verliere, was ich habe, bis auf den Pass und äh, ein paar Geldscheine in der, in der Hosentasche. Es gibt einen äh, dramatischen Hintergrund dieser Szene, der nicht im Buch steht. Ähm, und das ist, dass in diesem Moment äh, es einen, einen sehr schweren Raubüberfall auf meine Frau gab hier in Berlin. Und ähm, dass der Anruf in diesem Moment kam, als ich da unterwegs war. Ähm, ich habe einen Versuch unternommen, das in das Buch reinzuschreiben, wie es wirklich war. Dann habe ich gemerkt, ähm, das tötet das Buch, das geht nicht. Das Buch hat eine gewisse Leichtigkeit. Es ist diese, es ist diese amerikanische Wanderung ähm, Und es geht auch ein bisschen was von, von der amerikanischen, balladenhaften Leichtigkeit in das Buch ein, auch in die Sprache. Und das würde ich alles vollkommen zerstören, wenn ich diese ungeheuer dramatische Geschichte am Schluss reinschreiben würde. Also habe ich das aus dem Buch rausgelassen. Aber es ist natürlich äh, im Buch zwar nicht drin, aber es ist in mir drin. Ich habe es erzählt, um, um, diese, äh, um diese Erzählung im Buch von diesen drei äh, Amerikanern, die mir in dieser Situation plötzlich helfen. Ähm, in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit klarzumachen. Da ging es nämlich nicht nur darum, dass ich einen Rucksack verloren hatte, sondern da ging es darum, dass meine Frau fast umgebracht worden war zu Hause. Und tagelang, viele Tage lang vorher hatte niemand mehr angehalten. Es war, es war auch in der Nähe von Großstädten, von Dallas. Da, da, ist die, da geht die, die, die Seitenscheibe nicht runter und da fährt man vorbei, wenn da so ein komischer Landstreicher ist weil das in der, in der, man, man spürt einfach die Aura der großen Stadt, Gefahr, Kriminalität und so weiter, da hält man nicht an. So, so war es mir schon seit einer ganzen Weile gegangen. Und plötzlich, nachdem mein, mein Handy geklingelt hat und mir dieses mitgeteilt wurde, was ich gerade gesagt habe, hält, drei Minuten später, hält das Auto an. Über mir äh, zieht die Gewitterfront hoch, die Geier fliegen schon ziemlich tief. Und da hält er an und sagt: Komm, ich bringe dich zur nächsten Tankstelle. Da setze ich dich ab. Und dann kommt der nächste und nimmt mich mit. Und dann kommt der Dritte und nimmt mich mit und fährt mich noch eine, eine Stadt weiter. Also es tauchen in, in diesem Moment, in diesem Moment, als ich wirklich am Boden war, am Boden war, äh, tauchen diese drei Typen auf und gabeln mich auf und reißen mich da raus. Das ist was beim Schreiben, was mich wirklich umhaut und fasziniert, dass etwas, wenn wir schreiben, in uns mitschreibt und arbeitet. Und wir gucken uns hinterher den Text an und da sind Sachen drin, die sind aber nicht durch, die, durch das Bewusstsein gegangen. Die sind durch irgendwas anderes gegangen, aber sie sind da. Sie sind da. Also etwas schreibt mit, wenn es gut geht, wenn es gut geht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man merkt einem Text an, ob da was mitschreibt oder nicht. Die Reisen sind eigentlich voll davon, weil sie sonst gar nicht gelingen könnten, also ganz, ganz praktisch nicht gelingen könnten, weil alle diese Reisen haben ja damit zu tun, dass ich mich in gewisser Weise ausliefere. Ich liefere mich der Straße aus, ich liefere mich diesen Ländern aus, ich liefere mich dem aus, was mir möglicherweise zustößt. So. Und das heißt, ich bin ja also fast per Definition angewiesen auf solche Momente. Ich bin darauf angewiesen, dass irgendwann jemand mir sagt, der Weg geht da lang und nicht da lang. Auf der Landstraße von Berlin nach Moskau ist es eine sehr praktische Lebenserfahrung. Ich habe nicht alles im Griff. Erstens. Zweitens. Ich wäre verloren, wenn ich allein alles im Griff haben müsste, weil das kann ich nicht haben. Das macht einen wieder durchlässiger für, für Religion zum Beispiel. Was heißt zum Beispiel? Für Religion macht einen das durchlässiger, weil es ist, es, die, die, die Menschen, die Menschen haben sich, hat es ja seitdem es sie gibt, nicht zur Religion hingezogen weil sie so spinnen oder weil sie so, äh, weil sie so fantasiebegabt sind und sich da irgendwas ausspintisieren, ähm, sondern weil sie in ihrem Leben die Gefährdungen spüren, aber auch das spüren, was, was sie hält, was, was wie beim Schreiben mitschreibt. Ja? Ähm, und daher kommt es ja, es, gibt, es, es gehört zu unserer Grundausstattung, dass wir dafür eine, eine gewisse Durchlässigkeit haben. Und es gehört zu der Erfahrung der, der modernen Welt, dass man sich das abtrainieren kann. Das ist das, was von der Ikone geschieht. Also ich habe eine Ikone vor mir und ähm, je näher ich rankomme, desto flächiger wird es alles, desto, desto farbfeldhafter wird es alles. Und, ähm, da sind dann eben die Grenzen äh, der Malerei und da beginnt was anderes. Ähm, also je, je ferner ich bin, desto, desto äh, kraftvoller ist die Wirkung äh, der Malerei und je näher ich rankomme, desto mehr zerfließt das und ähm, das ist der Moment, wo, ich, wo man springen muss oder, oder eben nicht. Ähm, also da hilft dann die Malerei nicht mehr. Und das ist natürlich, das ist ja das ist halt dieses berühmte, diese berühmte, äh, diese berühmte stelle mit dem dunklen spiegel und jetzt, jetzt sehen wir so und dann sehen wir anders und äh, ähm, ja ja das ist ja eine absolute kernerfahrung ähm, des, des menschen mit dem glauben also dass er darauf zugehen kann er kann all die bilder sehen er kann all die geschichten hören er kann das alles aus einer gewissen distanz hören und sehen und dann hat es eine gewisse plastizität und dann geht man näher drauf zu und dann muss irgendeine Art von Verwandlung kommen. Und die kann ich aber nicht machen. Ja. Es ist wie mit diesem, mit diesem schwarzen Vorhang, ähm, was ist nach dem Tod. Ähm, ähm, so ist es mit der Anbetung. Wir, wir, wir nähern uns dieser Schwelle, wir treten ran und äh, wir haben die Hoffnung, dass wir gehört werden. Das, also, das ist halt immer so. Das ist, das, ist, das ist Glaube, das ist Religion. Zwischen hier, wo ich stehe, zwischen hier, wo ich stehe, und dem dort, worauf sich der Glaube richtet, ist eine Lücke und über die Lücke muss ich springen. Also in, zum, zum, zum Dorfleben meiner Kindheit äh, gehörte ja auch, dass der Tod noch eine gewisse Präsenz im Leben hatte. Ähm, also ein Toter wurde aufgebahrt, es wurde auch in der Regel zu Hause gestorben. Ähm, und ähm, ich erinnere mich an einen Moment, als ich ein einen Toten sah ähm, und ganz stark das Empfinden hatte, ähm, das ist sozusagen wie, wie man im Wald oder so ähm, von irgendwelchen Schalentieren äh, die Schale findet und das Tier, was in dieser Schale gelebt hat, ist nicht mehr da, ähm, dass ich in diesem Moment sehr stark, äh, ich, ich hatte in diesem Moment sehr stark das Gefühl, das ist nur noch die Schale. Das ist er nicht mehr. Es ist die Schale. Und ähm, ich weiß aber doch, dass er da war. Ich kannte ihn doch. Und dieses, dieses Er, das kann doch ähm, nicht einfach nichts sein jetzt so. Es ist, äh, ist hoch konzentriert da bin ich ich höre höre, höre den, den, den ganz leise Windgeräusch ich höre wenn ich meinen Fuß bewege den Schneeknirschen leicht und es, es hat eine solche Realpräsenz das alles was immer es ist es hat diese und ich stehe davor und bin Teil Teil dieses Momentes das ist einfach das ist einfach wenn man wenn, wenn alle poren offen sind wenn alle poren der wahrnehmung ganz offen sind und man sieht das ich kann nicht sagen was das ist es ist einfach ein totes tier am wegesrand so es ist aber zugleich ein, ein, ein mächtiges bild und ähm, ich bin teil des bildes